Zuerst klopfst du an die Mutter, dann denkst du, ich komme super. Und dann sagst du, stellst du einen Moment auf, stellst du sie ein, dann denkst du, ja, ist eine Gitarre. Und dann tust du sie weg und dann nimmst du sie ein paar Wochen später wieder führen und dann sagst du, ah, wow, moin. Wie soll man sagen, ich bin Instrumentenmacher. Angefangen habe ich eigentlich mit Harfenbau. Das hat mich mega interessiert. Nach dem ersten Harfenbau hat es mich einfach hingezogen. Ich habe einfach gesagt, Mann, da ist so will ich mein Geld verdienen, so will ich meinen Arbeitstag verbringen. Ja, die Herausforderung, kann ich da nicht? Ich meine, ich habe das ja nicht gelernt. Ich habe das ja einfach angefangen zu machen, weil es mich interessiert hat. Und dann hat es mich natürlich herausgefordert, immer besser zu werden. Oder wie machen die da, die da richtig gut können? Und dann konnte ich einfach die Werkstatt von einem Gitarrenbauer übernehmen, der da aufgehört hat. Und dann war ich eigentlich im Studium und hatte eine Schuhwerkstatt gemietet. Und dann so etwas halbherzig. Und dann habe ich dann nach 2 Jahren Studium aufgehört. Und dann bin ich halt zur Nacht gut Taxi gefahren und am Tag hier arbeiten. Ich habe schon gesehen, wie so ein klassischer Werdegang geht. Du studierst, doktorierst. Ich habe gefunden, komm, mach doch etwas anderes. Am schlimmsten Fall bist du dann halt ein Leben lang auf der Baustelle, aber das ist ja auch gleich. Machen die anderen auch. Meine Eltern haben mich immer versucht, davon abzubringen, weil sie Hoffnung hatten, dass ich gleich noch irgendetwas Normales mache. Und erst nach dem Tod von meiner Mutter habe ich mit meinem Vater einigermaßen ein besseres Verhältnis gehabt, beziehungsweise er war permanent so einsam, dass er daher kam, ist einmal mir helfen. Und dann hat er erst gecheckt, was ich eigentlich hier mache. Und vorher hat er es nicht gesehen. Und dann hat er mir eigentlich auch angefangen, Ratschläge zu geben. Und dann habe ich gefunden, ja, ist jetzt cool, jetzt bin ich seit 20 Jahren da und jetzt fange ich mir an, Ratschläge zu geben. Hättest du mir Sachen vorher können geben, die Ratschläge, oder? Und ich glaube, ich würde das machen, ich würde ein Kind früher noch zuhören, wahrscheinlich. Ja, es geht einfach so lange weiter, bis ich umgehe, solange ich mir die Werkstattmiete kann zahlen kann, da etwas machen. Bei mir ist es manchmal absurderweise so, dass ich sogar ganz viele, ganz üble Jobs mache, dass ich mir das leisten kann, diesen Job zu machen. Da, oder? Aber ja, solange es irgendwie geht, will ich das so machen. Ich habe bis jetzt noch nichts gemacht, wo ich behaupten kann, das ist perfekt. Das ist manchmal ein bisschen, das, was einem am meisten Sorgen macht. Andersrum, das, was wir dann selber finden, ist nicht perfekt. Das sehen andere beim besten Willen nicht.